wenn Sie nochmal überlegen, welche Zielsetzung Sie am Anfang hatten oder welche Hoffnungen Sie mit Ihrer Arbeit verbunden haben und jetzt mal schauen, was daraus geworden ist. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Im Grunde genommen sieht sie sehr positiv aus, weil die Zeitzeugenarbeit viele Aspekte eigentlich beinhaltet, sowohl was eben auf der einen Seite so die offizielle Geschichtsschreibung, denke ich, angeht, als auch die Auseinandersetzung der einzelnen Menschen mit ihrer eigenen Biografie. Und was ich da eben insbesondere wichtig finde, wie letztendlich doch die Erinnerung an zeitgeschichtliche Umstände letztendlich auch eingegangen ist in das kollektive Gedächtnis. Also soweit ich jedenfalls diese Geschichten unserer Zeitzeugen eben erinnere, kann man schon sagen, dass die unterschiedlichen Themen, die dort erwähnt wurden, dass die genau in die unterschiedlichsten Aspekte eben hineinpassen, sei es eben Mentalitätsgeschichte, wie reagierten sie auf die Entwicklung, auf die Umbrüche in den 20er Jahren in der Weimarer Republik aus der Perspektive von Kindern, in welchen Familien sind sie groß geworden. Da sind unglaublich schöne Geschichten zustande gekommen oder dann eben die Entwicklung in den 30er Jahren, die Erinnerungen an den Nationalsozialismus, sei es auf der einen Seite eben als Mitläufer oder als Mitglieder in Familien, die Mitläufer waren, oder auf der anderen Seite eben als Mitglieder von Familien, die auch Widerstand geleistet haben. Und dann eben auch weitergehend natürlich die Erlebnisse im Krieg. Ich denke mal, wir bekommen da einen Einblick in die Geschichte, die so persönlich ist. Das heißt, wie reagieren einzelne Menschen eben auf äußere Umstände? Ich wüsste nicht, wo man sonst solche Geschichten eben erfahren kann, es sei denn eben in sogenannter großer Literatur. Aber ich denke schon, dass das gerade in diesen persönlichen Berichten und in diesen persönlichen Erfahrungen eben auch mit drin steckt. Insofern, im Hinblick auf die Bilanz, bin ich da eigentlich sehr angetan und ich finde das schon toll, was hier die älteren Menschen in den letzten 10 Jahren geleistet haben. Frau Beimel, Sie sind auch Lehrerin. Sie sind an einer Realschule tätig. Und welche Bedeutung hat jetzt die Zeitzeugenarbeit in der Schule? Gerade die Zeitzeugenarbeit kann einen unglaublichen Zugang liefern zur Geschichte. Das heißt, dieses persönlich Erlebte kann Schüler und Schülerinnen neugierig machen. Schüler fangen dann noch Tage oder Wochen. Das ist nicht eine Sache, die unmittelbar im Anschluss passiert, sondern die Tage oder Wochen hinterher passieren, wo sie dann noch ankommen und sagen, Mensch, ich habe mit meinen Eltern oder ich habe mit meinen Großeltern gesprochen. Und wo eben diese Form nachhält, also ja, eine Form von Nachhaltigkeit oder nachhält, sodass diese Auseinandersetzung schon anders ist, als wenn man eben nur Quellen bespricht oder eben auch Texte von Historikern. Diese Auseinandersetzung ist schon eine andere und kommt bei Schülern ganz anders an. Ich glaube, gerade was Familiengeschichte angeht, da nochmal in die Geschichte eben hineinzugucken, wie ist es früher gewesen, wie wollen wir denn heute Familie in der Bundesrepublik erleben, wie ist das möglich angesichts eben dieses ja, relativ hohen Lebensstandards, wie ist es für junge Menschen möglich, Familie zu leben unter diesen ökonomischen Bedingungen. Und ich glaube schon, dass da Zeitzeugen immer wieder auch Teilantworten mitgeben können.